und ja, können das Ganze exportieren. Dann sehen wir hier den Cursor, wie er nochmal durch das ganze Projekt geht. Wenn ich das hier so sehe, dann sehe ich hier nochmal in der Zwischensection, ja, nicht zwischen, sondern Untersektion der, der verschiedenen Spuren, haben wir jetzt hier nicht die Piano-Rollen, sondern wir haben hier verschiedene Effekte. Ja. Das habe ich vorhin vergessen zu erklären. Das sind nochmal Effekte, um das, was auf den Spuren passiert, um diese Sachen zu manipulieren. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf dem Brass bin, auf der Brass-Spur, kann ich hier den Attack manipulieren, Release. Also der Attack ist hier sehr, 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 sehr langsam. Ja. Ich kann den auch schnell einstellen. Ne? Langsam, Filter, Ensemble, Delay, all das. Und man kann sich natürlich hier auf dem Plugin-Reiter hier noch viel mehr Plugins reinziehen. Ja. Gibt es hier ein Untermenü. Man kann auch externe Plugins, Audio Units, Apple, Native, von Native Instrument fast alles oder vieles dabei reinziehen. Also in die Spur reinziehen und ja, die Spur so manipulieren. Genau. Und dann nochmal rumexperimentieren, das Ganze verbessern. Und genau, wir haben jetzt unser Stück exportiert, speichern hier nochmal ab, minimiere das Fenster. Und sehe hier auf unserem Desktop, wo wir auf unserem Zielordner oder Zielspeicherplatz, sehe ich dann das fertige Musikstück. Ja, wenn ich das jetzt per AirDrop, das funktioniert leider nur auf Mac-Geräten. Ja. Es gibt aber hier auch am Mac, am M3 Music Maker Space hier in der Heinrich-Schulze-Bibliothek auch Bluetooth. Ja. Dann ist kann man das auch gut auf andere Geräte rüberschicken und rüberziehen. Und ja, ich demonstriere das kurz mit AirDrop. WLAN muss aktiviert sein, das andere Gerät muss aktiviert sein. Genau, da ist es. Ziehen wir drauf, das andere Gerät muss das annehmen. Und sofort hat man, das geht relativ schnell, sein fertiges Musikstück auf seinem Device und kann das mit nach Hause nehmen. Alles klar, dann wären wir beim Ende angelangt. Ich danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Ausprobieren.